Wir sind hier in Lausen an der Primarschule, wo wir eine Tafel 65 Zoll aus dem Wettbewerb von der Swiss Didakt ausliefern durften. Wir sind heute mit dem Montageteam von Deutschland hierher gekommen. Gleichzeitig durften wir auch die verschiedenen Funktionen dem Lehrpersonal, vor allem Schulleiter, vorstellen, welche jetzt natürlich noch tiefer in die Materie einsinken wird. Ich durfte beim Gewinnspiel an einer Didaktikmesse in Bern einen Wettbewerb machen und wurde da erfreulicherweise angerufen mit der Botschaft, Sie haben gewonnen. Wir sind mitten im Digitalisierungsprozess drin. Das heißt, ein Großteil unserer Schulzimmer ist mit digitalen Wandtafeln schon ausgestattet. Mittendrin sind wir aber auch die Klassenzimmer zu digitalisieren mit entsprechender Hardware, mit iPads, mit Tablets, mit Notebooks. Und gerade anstehend ist auch das schon in die Jahre gekommene Schulhaus Mühlematt mit digitalen Tafeln in irgendeiner Art auszustatten, wird ein großes Projekt in den nächsten Jahren sein. Nach dem ersten Eindruck, den ich von der Tafel habe, kann ich mir das sehr gut vorstellen, diese Art der Tafel in Schulzimmern einzusetzen. Wir sind jetzt gespannt auf das Ausprobieren der Tafel und werden dann schauen, ob es mit dieser Art von digitalen Tafeln weitergeht an unserer Schule. Der Austausch heute, vor allem mit dem Schulleiter, war sehr interessant und produktiv. Ich in meiner Funktion als Verkaufsleiter der Heineken Media Schweiz werde die Schule weiterhin begleiten, damit die Digitalisierung auch Fortschritte zeigt.